In gewisser Weise merkt man schon, dass das so ein bisschen so ein Indie-Spiel halt ist. Da denkt man, kommt eine Sequenz oder so. Daher hat das Konzil infolge des nun als arkadianische Katastrophe bekannten Desasters mit Zustimmung des Rates den Einsatz aller Kristallkatalysatoren bis auf weiteres unter Strafe gestellt. Warte mal. Nutzen wir nicht Kristallkatalysatoren? Alle Haushalte sind zur Abgabe ihrer Katalysatoren verpflichtet, um... Aber was sollen wir denn tun? Ohne Katalysatoren können wir unsere Erdemaschinen nicht betreiben. Genau da. Man sieht es halt auch an der Grafik. Es ist jetzt kein grafisches Meisterwerk. Und erinnert mehr an eine frühere Generation. Also mehr so PS3-mäßig. Aber es ist weiter nicht schlimm. Wie gesagt, ist ja ein Indie-Spiel. Die sind grafisch nie so ein richtiger Meilenstein. Soll das ein Scherz sein? Verflucht nochmal! Dieses verdammte Arkadianer machen es wieder einmal allen anderen schwer. Genau das habe ich doch schon immer gesagt. Verwendet nicht diese verfluchten Maschinen, ich hab's euch doch gesagt. Hi, Dori. Die Lage wird jeden Tag aussichtsloser. Das gilt auch für Mutter. Also, wie sollen wir deinen Mentor finden? Was stand nochmal in der Notiz? Such mich in Herelsor. Man erkennt mich an meinem stattlichen Schnurrbart. Das ist unser einziger Hinweis? Ja. Das wird ja immer besser. Es wird schon alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Lass uns herumfragen, ob ihn jemand gesehen hat. Haben Sie jemanden gesehen mit einem stattlichen Schnurrbart? Flasche leer, weg damit. Was soll ich nun mit dir machen? Nüsschen. Was ist denn das für ein Name? Was auch immer du tust, tu es bitte schnell, denn in 3 Tagen bin ich weg. Schon vergessen? Als ob ich das vergessen könnte, du Ochse. Muss los.
Die Mutter hat bestimmt dann auch immer gesagt, Küsschen aus Nüsschen. Sorry. Ja nun, ich würde es zu schätzen wissen, wenn du meine Entscheidung akzeptieren würdest. Heda, mit der Tempelritterin. Ihr seid sowas wie ein Söldner, oder? Ich wette, das sagt ihr zu jedem mit einem großen Schwert am Rücken. Was haltet ihr davon, euch 100 Heeres zu verdienen? Davon würde wohl jeder so einiges halten, Madame. Gut, seht ihr dieses wertlose Bündel Haare hier? Mutter, was hast du vor? Bei den Göttern, bitte nicht! Anscheinend konnt ihr gar nicht abwarten, dass er eingezogen wird. Nein, er hat sich sogar freiwillig gemeldet. Wie ich schon sagte, Mutter, ich habe einen Plan und der ist hieb- und stichfest. Ja, als ob, du wirst an deinem allerersten Tag ins Gras beißen. Zumindest, wenn deine Mutter nichts dagegen unternimmt. Hast du mir nicht zugehört? Ich habe gesagt, ich habe einen narrensicheren Plan. Ihr zwei trainiert meinen Sohn, damit er es lebendig wieder zurückschafft. Ins welches Höllenloch sie ihn auch schicken mögen. Nehmt ihn die nächsten 3 Tage unter eure Fittiche und bringt ihm alles bei, was er zum Überleben braucht. Dafür bekommt ihr 100 Heeres, abgemacht? Nüsschen für 100 Heeres für die Renie. Dann trainieren wir mal dein Nüsschen. Oh Gott, dieser Name! Erwarten Sie keine Wunder von mir. Aber ja, ich kann ihm ein paar Tage geben. Hörst du das, Nüsschen? Nenn mich nicht so vor fremden Leuten! Alles klar, Klaus. Na dann los, Nüsschen! Ich habe eine Abmachung mit dem Bässchenzüchter getroffen. Geh zu ihm, er befindet sich auf der anderen Seite der Stadt. Die Mutter des Jungen hat mir davon erzählt. Du bist also hier, um den Knaben zu trainieren. Das kann man so sagen. Tja, also diese Furien hinter mir haben diesen Monat schon 5 Bändiger gefressen. Mittlerweile machen sie sich nicht mal mehr die Mühe, sie durchzukauen. Was? Wenn du vorhast, gegen sie zu kämpfen, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ziemlich von einem Priester, wow. Das funktioniert nicht so gut, wie ich dachte.
Vorsicht, Nüsschen! Zeit, die man fürs Kauen verschwendet, kann man doch nicht noch 1 bis 2 Minuten nachziehen. Ja. Verstanden. Wenn es dir zu viel wird, geh in Deckung. Wenn das mit meinem Masterplan vereinen lässt, dann ja, werde ich machen. Du redest ständig von diesem Plan. Wie genau sieht der denn aus? Nee, tut mir leid, Kumpel. Das ist ein Geheimnis. Setzt mir das Training fort. Die nächsten sind sogar noch gefährlicher. Macht euch bereit. Nein! Das war nicht der Plan. Wow, ich bekomme so viele Muskeln. Das ist schon fast gruselig. So viel Kraft bedeutet ja auch richtig viel Verantwortung. Ich kannte Hafenarbeiter, die deren Job aus dem Grund aufgegeben haben. Das war einfach viel zu kraftprotzig geworden. Das konnte ja keiner mehr aushalten. Das kann ich total nachvollziehen. Aber weißt du, ich bin da aus einem anderen Holz geschnitzt. Ich gebe so leicht nicht auf. Hör auf, dich lustig zu machen, Darian. In Ordnung, machen wir weiter. Und als nächstes, naja, mein Beileid ist euch sicher.
Der ist einfach gestorben. Du fängst langsam an deinem Mann zu stehen, Nüsschen. Sorry. Das könnte ich mittlerweile sogar im Schlaf. War das schon alles? Schon gut. Ich glaube, du bist soweit. Lass uns zurück zu deiner Mutter gehen. Das Nüsschen steht seinem Mann. Oh, komm später zurück. Wir bereiten bis dahin alles vor. Also Nüsschen, hier sind wir. Ich heiße übrigens Nikolas. Sag mal, wieso hast du dich freiwillig gemeldet? Du hattest doch sicher noch Zeit, bevor du eingezogen worden warst. Wer ist? Jetzt mich um. Wegen meiner Mutter. Ihr habt doch auch gesehen, wie sie sich verzweifelt an jeden Hoffnungsschimmer klammert. Sie ist verrückt. Jeden Morgen zählt sie die Tage bis zu meinem 18. Geburtstag. Das Nüsschen ist noch nicht volljährig. Noch kein volljähriges Nüsschen. Erzählt mir jedes Mal... Vielleicht ist der Krieg vorbei, bevor du eingezogen wirst. Und der Krieg hat uns deinen Vater gekostet, aber dich kriegt er nicht. Das Warten treibt sie langsam in den Wahnsinn. Also wollte ich dem ein Ende setzen. Ist besser für uns beide. Das ist also der Masterplan, von dem du ständig geredet hast. Ja, und ich habe ein paar ältere Freunde, die eingezogen wurden. Wenn ich mich jetzt freiwillig melde, stehen die Chancen gut, dass sie uns an denselben Ort schicken. Dann können wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Ich hatte das ehrlich gesagt nicht erwartet, dass dein Plan... Aber dein Plan klingt gar nicht mal so schlecht. Vielleicht hast du ja tatsächlich eine Chance, am Leben zu bleiben, Nikolas. Hieb und stich fest! Ich hab's doch gesagt! Oh, wir können hier Kristalle. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
haben wir Erde. Feuerschlag. Nee, Feuerschlag will ich nicht. Feuer ist es besser. Einen mit Feuerriss. Donneres. Schon cool. Ah, es gibt halt auch viele verschiedene Werkbänke. Jetzt verstehe ich. Kann man nämlich Gegenstände und hier, wo ist das für... Hier gibt es keine für Waffen. Doch, da hinten, oder? Da hinten ist noch eine Werkbank. Das ist kein MMORPG. Wo sieht denn das online aus? Das ist einfach ein Das ist einfach ein RPG. Ein Indie-Spiel. Ein MMORPG. Hey, seh mich an! Seh mich an! Ich überlasse dir das Schwert einen ganzen Monat. Und es sieht immer noch so gut wie neu aus. Wir hatten eine Abmachung. Ich kann das Schwert einen Monat lang benutzen und versuch dich bloß nicht aus der Ferne zu ziehen. Du Fliegengewicht. Ich habe dir gesagt, du sollst das Schwert in einem echten Kampf auf die Probe stellen. Nicht, dass du es in der Schwertscheide Winterschlaf halten lassen sollst. Hey, ich habe mein Bestes getan. Hast du eine Ahnung, wie haltbar dieses Ding ist? Du hast eine Schande. Du bist eine Schande, Kolbo. Geh mir aus den Augen. Ich dachte, du hättest das Zeug für den Job. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Verschwinde. Hey, du hast mir eine Belohnung versprochen im Austausch für. Pass auf, dass ich dir nicht die Eingeweide rausreiße, Freundchen. Ich möchte wirklich nicht diesen wunderschönen Gehsteig verschandeln.